Ey Leute, was geht? Wir sind wieder dabei, Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin zu spielen, in der gleichen Aufnahmesession der letzten zwei Teile. Deswegen, falls ihr Kommentare geschrieben habt, konnte ich bis jetzt noch nicht drauf eingehen. Ja, und wir sind jetzt dabei, zum Wächter des Waldes vorzuschreiten. Wir haben gerade unser drittes Level abgeschlossen, also unsere dritte Stufe erreicht und gelernt, mit unserem Vertrauten zu kämpfen. Also im letzten Part ist nicht viel passiert, außer halt ein bisschen rumlaufen, ein bisschen leveln. So, und jetzt geht's halt vielleicht hoffentlich mal ein bisschen weiter in der Story. Also, hä? Was ist denn? Hör mal, da kommt wer. Aber ich. Er ist es. Er ist der verflixte Wächter. Ja, geil, von so kleinen Viechern zu so einem großen, ey. Der Wächter des Waldes, standhafter Verflechter des Forest, oder was stand da? Naja. Okay, wen wählen wir als erstes? Ali benutzt einfach Kräfte, da verbrauche ich zu viel MP. Deswegen nehmen wir Olli. Benutzen mal den Zauber Feuerball. Aus dem Weg. Feuerball. Nee, das ist mir zu nah. Feuerball. Mehr kann ich im Moment eh nicht machen. Herrje, das sieht ziemlich übel aus, Olli. Am besten du schützt dich irgendwie. Wo der verteidigende Befehl ist, weißt du, oder? Benutz ihn, sonst hast du Ärger am Hals. Alles klar, dann müssen wir schnell Verteidigung benutzen. Deckung. Aber Dali! Ja gut, das ist jetzt eine Imba-Attacke vom Gegner, die wir abwehren müssen, um nicht direkt abzukratzen. Toll gemacht, Olli. Schick, schick, schick. Verteidigst du dich gegen solche heftigen Angriffe, kann das einen tollen kleinen Bonus abwerfen. Wenn er eine fiese Attacke vorbereitet, solltest du schnellstens in Abwehrstellung gehen. Gut. Dann gönn dir nochmal einen Feuerball, du Mistvieh. Da hinten eine HP-Kugel. Eine MP-Kugel. Wieso bewegt er sich nicht mehr? Alles kaputt? Hier bin ich. Hier hinten. Oh, das war gar keine Imba-Attacke. Alles klar. So, dann gönnen wir dem nochmal einen Feuerball. Und jetzt habe ich keine MP mehr. Ah, Dreck! Ist das Blut? Ah, du Miststück. Gute Gelegenheit. Sieh nur, Olli. Der Riesentalpasch hat sich selbst eins übergebraten. Jetzt kannst du ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Ja, geil. Aber ich sammle erstmal die MP-Kugeln auf. Abbrechen, Olli. Abbrechen. Mayday. Ja, geil, danke. So, nein, noch nicht. So, jetzt gönnen wir ihm nochmal einen Feuerball. Wildes Gebrüll, das ist, glaube ich, nicht die starke Attacke, ne? Oh, doch, jetzt hat er mich doch erwischt. Nein. Oh, gut, 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 gut. Zauber. Feuerball. Schick. Das ist goldene Essenz. Das kleine Schätzchen kann all deine LP wiederherstellen. Und nicht nur das, es lässt sich auch einen super Trick einsetzen, der keine MP verbraucht. Aber die Dinger bleiben nicht ewig da. Beeil dich und schnapp dir die Essenz, Olli. Ja gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns die Essenz, wenn der Typ da mal weggeht. So, dann, er will Sturm mit einsetzen. Oh Gott, wir sind tot. Dreck. Kann ich jetzt immer noch die... Nein! Nein! Ich kann nicht mehr die Imba-Attacke ausrauben. Oh nee! Oh, leck mich doch! Ach, fick dich doch, Alter! Oh, nein! Scheiße, ey! Diese Super-Attacke da!
Gute Gelegenheit. Ja, was will ich mit einer guten scheiß Gelegenheit? Gelegenheit, meine Fresse. Gib mir eine goldene Essenz, bitte. Ich will einfach euch mal präsentieren. Was macht er jetzt schon wieder? Ach. Ja, geil, betäubt, kann nichts tun. Boah, das fuckt mich gerade schon wieder ab. So, jetzt spuck sie einfach wieder aus. Ey, ziehe ich den Kampf wieder unnötig in der Länge, wisst ihr? Boah, ist das bitter, ey. Gib mir doch einfach die goldene Essenz, du Wichser, ey. Weißt du was? Fick deine Mutter, ey. Mann. Ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit bekomme, hier die goldene Essenz auszunutzen. Das nenne ich mal wieder Fail hoch Case, Alter. Ja, 75 Gulden machen das jetzt auch nicht weg. Ja, Ali steigt natürlich wieder zwei Stufen direkt auf und überholt mich. Ah, Dreckstürken. Goblin. Wichtel, ey. Du hast eine Seite über den Wichtel, das weiß ich. Trotzdem hat er mir meine Superattacke versaut. Ja, geh zurück in den Wald. Verpiss dich, du Drecksvieh, Alter. Verdamm ich, das war knapp, Mann. Der Wächter? Er ist zurück in den tiefsten Teil des Waldes. Glaubst du, er ist wieder normal? Kann ich auch nicht sagen, Junge. Aber er hatte wenigstens nicht mehr diesen irren Blick drauf. Er wird dich wohl ein bisschen zurückziehen. Sich ein bisschen zurückziehen, um den klaren Kopf zu bekommen und dann wieder ganz der alte Wächter sein. Aber was hat ihn denn so ausflippen lassen? Es war doch nicht etwa... Na klar war er das. Nur Shaddaa konnte sowas tun. Wir sollten uns vorsehen, wenn wir andere Wälder besuchen. Wächter gibt's nämlich überall. Jedenfalls haben wir unsere Pflicht erfüllt. Dann mal zurück zum ollen Baumhain, die was? Klar, gehen wir. Der Gleichmut im Herzen des Wächters des Waldes hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Oh, ihr wisst gar nicht, wie mich das gerade abfuckt, dass ich nicht diese Superattacke machen konnte. Du hast eine neue, fantastische Geschichte erhalten. Ja, dazu mache ich irgendwann mal ein Special, wenn wir das Spiel wahrscheinlich durch haben. Dann lese ich mal die Seiten durch. Weil, das wird jetzt einfach die Parts in die Länge ziehen, wenn ich das jetzt machen würde. Oh, レイナワリのプレゼントじゃ。プレゼント?おお、感謝です。わしの親友、ロックストーンを預けよう。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば、機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビ。お前たちが求めておったものだな。 俺は人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うには、このトレビンと心を受けばたす魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。何ですの?ちゃんと言いますが、ありがとう、ありがとう。 相変わらずじゃのう。まあよい。では行くがよい。それと少年よ、たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。 Der sprechende Stein kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Ja, sowas ähnliches kennen wir ja aus Crash Bandicoot. Der ist wahrscheinlich hier die Maske, die uns immer alles erklärt und wahrscheinlich noch mehr labert als Tröpfchen ohnehin schon tut. Ja, und wir haben die Fiole erhalten, indem wir Herzstücke von anderen Menschen, die zu viel von irgendwas haben, empfangen können und
somit auch halt, wie ihr seht, jetzt hier Herr Schenken, die anderen Leute heilen können. Wenn zum Beispiel einer etwas Enthusiasmus fehlt, dann geben wir es ihm, falls es irgendjemand anders zu viel hat. Ja, so, das Halskratzen fängt wieder an, verdammte Scheiße. Deswegen beende ich gleich mal die Aufnahmesession für die letzten drei Parts. Und schauen wir erstmal auch mal die Quali an, wie das denn so bisher geworden ist. Ich hoffe, einigermaßen okay. Ja, und jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zurück nach Katzbucke. Scheiße, das war schon wieder die falsche Taste. Aber was haben wir denn da oben für Tabs? Das sind normale Zauber, Kampfzauber und alle Zauber. Okay. So, und wo ist der gesteinigte Bastard? So, Lebenslehren. Reden und laufen. Ach so, das ist also so gesehen die ganzen Tutorials, die uns beigebracht werden, können wir hier nochmal abrufen. Hat auch was von Flint Hammerhead. So sein Hammer, weißt du, wisst ihr? Aber ich glaube, die meisten kennen das gar nicht, oder? Schreibt's in die Kommis. So, Kreaturenkompendium. Ja, das ist auch so gesehen unser Pokédex. Hier haben wir den Wächter des Waldes. Eine Aktion ausführen. Ah, okay. Ja, und alle kleinen Viecher, die wir bisher gefunden haben, werden dann hier halt aufgelistet. Gut. Spezies, gezähmte Spezies, besiegte Spezies. Start. Keine Ahnung, was Spezies sind. Und Gattung. Milities, Bestie, Aquatica, Avis. Ja, ach du Scheiße. Was ist ein Arcana? Ja, geil, ey. Wie viele Monster kommen denn in diesem Spiel vor, ey? Das ist ja dann riesig, ey. Oh. Gut, wir werden unseren Spaß mit diesem Spiel haben. Wir gehen jetzt erstmal nach Katzbuckel zurück. Nein, wie sieht's denn aus? Freunde und Vertraute, Level 4. Gut, dann machen wir Oliver noch Level 5. Ich wollte eigentlich speichern. Schau mal, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Aber das sind wahrscheinlich so Schnelltransporte. Denke ich mir mal. Deine LP und MP sind vollständig wiederhergestellt. Den Fortschritt speichern. Ja, bitte. Auch wenn es ziemlich ärgerlich ist, was gerade geschehen ist, dass ich nicht meine scheiß Superattacke machen konnte. Weil der nächste Bosskampf ist noch eine ganze Weile her. Hin. Oder her. Fuck off. Ah. Mir tut der Rücken weh. Ich sitze irgendwie total unbequem, weil gehe ich zu weit zurück, nimmt das Mikro das nicht mehr richtig auf. So, dann bewege ich mal das Mikro ein bisschen näher zu mir. Ah, dann sitze ich noch unbequemer. Ist ja geil, ey. So. Ich würde sagen, wir gehen zurück nach Katzbuckel. Sehen wir das denn von hier irgendwo? Nö, aber da oben glitzert irgendwas. Und da ist ein Monster. Angriff! Uroboros. Ja, sind zwei Stück. Dann geh du mal in den Kampf, Ali. Ja, greift mich doch nicht direkt an, ihr Wichser, ey. Schnitter. Ja, und mach mal einen normalen Angriff. Ja, okay, so ist es gut. So, Stufe 5. Wahrscheinlich, wenn wir in Katzbucke sind, ist Ali schon Stufe 6. Ein bisschen mehr LP, alles wieder höher, ist ja geil. So, okay. Katzbucke. Hier klatschen wir das Mob da auch noch. Hinterrücks. Mit dem Messer in die Scheide. So, sie sehen uns nicht. Dann gönne ich mir mal hier wieder die 10 MP-Attacke. Ja, beide Crit. Beide sofort tot. Ja, das ist gut. So muss es laufen und nicht anders. Ah, jetzt geben sie weniger Erfahrung. Gut, wir müssen ein stärkeres Gebiet. Rhinosaurus hatten wir. Nein, 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 nein. Rhinosaurus, ich will dich nicht. Ja, wo ist ein Katzbuckel, verdammte Kacke?
Der kleine Klapper will ich auch nicht. Sehen wir das denn von hier irgendwo? Ah, da hinten, ich sehe es. Okay. Geht mir aus dem Weg. Hatten wir diesen Vogel schon? Ah, wir müssen den sowieso machen. Eigentlich nicht. Ich hätte jetzt auch vorbeirennen können, aber dann hätte der uns hinterher gejagt und, aber Fratz Spatz hatten wir noch nicht. Glaube ich. So. Mach mal wieder hier eine Flächenschaden und müssten beide tot sein. Oh, 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 MP, 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 MP. Wieso? Wieso gibt er mir nicht einfach das, was ich möchte? Oh, nein, Mähdrescher. Nein, nein. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich nur noch 5 MP. Das heißt, ich kann Ali nicht mehr in den Kampf schicken und muss mir hier ein bisschen mit dem Feuerball spielen. 25 haut er raus, ey. So, jetzt komm mal hier. Ja. Ach, da was liegen lassen, geil. Ja. Treffchen. Gib mir mal eine Kugel. Tipp, finde ich so behindert rum, ey. Gut, dann habe ich schon mal was für den nächsten Kampf. So, der Zauberer. Warte. Der greift mich an. Sobald er mich einmal angegriffen hat. Später Schlag. Kleiner Hurensohn. Spüre die geballte Kraft meines Feuerballs. Da, 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 da. Wuhu! 10 Erfahrungspunkte. So muss es laufen. Dafür wenig Geld. Hackfleisch, Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Ravioli, Ravioli und Parmesan drauf. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da drauf gekommen bin. So, Katzbuckel. Oh, ich hasse diese Stadt. Ich weiß nicht, wie es im weiteren Verlauf des Spiels ist. Ob die alle genauso behindert reden wie hier. Das ist nur ein kleiner Spoiler für die nächsten Parts. Die Sprechart in diesem Dorf ist einfach. Sie sprechen so, wie sie sind. Okay, Cutscene wird gesprochen. Jawohl. Fresse halten! Nee, Shizuku, nan to kashite age naito. Ah, Oliva, itsu kara setsumei saru. Mazu wa Ayana. Inishie no ki no danna ni monota, Torebin o tsukatte, nuke garabito ga ubawareta kokoro no kakera o atsumete kuru. Kokoro no kakera tte? Ja kara, hito no kokoro no ichibu no koto ya. Hito no kokoro no ichibu? Yoku wakaranai yo. Setsumei muzukashi na. Yatte mitara sugu wakannen kedo na. ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたら、あいつは救われる。うん。でも、そのやる気の心はどこにあるの？俺、もう一人の門番見てみ。よっ。へっ。恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくん。わかった。やってみるよ。So, und wie gesagt, das tut mir leid, brauchen wir jetzt ein wenig Enthusiasmus von Menschen, die es zu viel davon haben und müssen es halt den Armen und Schwachen geben, die darunter leiden, die keins haben. So, und ich glaube, das meines Kollegen, darf ich das doch nicht öffnen? Ja, darum geht's ja gar nicht, wir würden nur gerne etwas von ihrem Enthusiasmus borgen. Ha, na, wenn das Enthusiasmus brauchst, davon habe ich genug, nimm dir so viel du willst. Vielen Dank. So, wie kann ich das mit dem Herzen nehmen? Ja, das hatten wir ja alles gerade schon besprochen, dass wir halt jetzt auch die Herzen nehmen können, mit Herz empfangen. Oh, yaruki wo umaku getto dekita yo ya na. ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。うん、わかった。So, und jetzt müssen wir das Herz schenken, also wahrscheinlich dem armen Tropfen da hinten. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Mal eben kurz schauen. So, 56 Minuten hatten wir gezockt. Dann speichere ich jetzt mal und schau mal eben kurz, wie lange
der letzte Speichervorgang her ist. Ah ne, das haben wir gerade im Wald gemacht, richtig? Ach ja, stimmt. Stimmt. Speichervorgang abbrechen, ja. Ja. Doch bevor ich dem armen Tropfen den Enthusiasmus gebe, würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Für heute ist Schluss und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, bis hierhin zuzuschauen. Ja, alle Vorschläge, Kommentare und Lob, Kritik, so, ihr wisst Bescheid, einfach in die Kommis packen. Wir lesen jedes einzelne. Und wenn ihr irgendwas Persönliches habt, schreibt uns eine PN, wir antworten zeitnah drauf. Aber bis dahin, bis zum nächsten Part, würde ich dann aber erstmal sagen, danke fürs Zusehen und ja, lasst ein Like da und ein Abo. Haut rein.